Aktiv Ismaili, neu gehörst du der erste Mannschaft vom FC Vila. Wie ist es dazu gekommen? Ja, durch gute Leistungen, durch 20, konstant gute Leistungen gezeigt. Ich bin jetzt knapp seit 3 Jahren bei Vila. Am Anfang war es eine schwierige Zeit mit langen Verletzungen, fast ein Jahr ausgefallen, als ich neu zu Vila gekommen bin. Dann musste ich lange aufbauen und dann jetzt die letzten paar Monate gute Leistungen gezeigt, mich weiterentwickelt. Und jetzt bin ich in der ersten Mannschaft. Und was verändert sich jetzt für dich? Ja, sicher mal Trainingseinheiten viel mehr. Und ja, das Niveau ist anders. Ich muss mich jetzt so schnell wie möglich etablieren und mich weiterentwickeln, um mit der Mannschaft reinzupassen. Gibt es denn im Sport noch einen zweiten Standbein? Ja, mein zweiter Standbein, ich bin am Arbeiten. Aber das tue ich jetzt reduzieren. Ich weiß noch nicht, wie viel Prozent und was für ein Pensum. Aber ich bin im kaufmännischen Bereich tätig und dort tue ich jetzt schauen, dass es mit dem Training passt, dass ich möglichst alle Trainingseinheiten machen kann. Und bis wann willst du Stammspieler da in der IGP Arena sein? Ja, ist eine schwierige Frage. So schnell wie möglich. Aber jetzt geht es mal darum, ein paar Kurzeinsätze sammeln und dann mich weiterentwickeln. Das ist das Wichtigste. Jeden Tag im Training Gas geben, mich weiterentwickeln, dass ich so schnell wie möglich dann da auflaufen kann. Und was sind deine sportlichen Ziele? Das sportliche Ziel, du es andeutet. Sicher Stammspieler werden da und mich jeden Tag weiterentwickeln. Und dann schauen wir, was die Zukunft bringt. Für welchen Verein wirst du irgendwann gerne mal auflaufen? Barcelona. Und jetzt letzte Frage, was kannst du fußballerisch besonders gut? Ja, ich würde mal sagen, Technik kombiniert mit Spielverständnis und Zweikampf kann ich gut antizipieren.